Let's go! Meine Herren, sind die gnadenlos vor der Kiste? Ja, erstmal haben wir geweint nach den Nein. Wie soll es sein? Also wir haben zweimal gewonnen. Und sie werden gerupft. Und sie werden gerupft. Pinkert mit dem 4:0. Wir wissen da auch, das einzuschätzen, dass wir so ein Stadion einfach mal mucksmäuschen still gemacht haben durch unseren sportlichen Erfolg. Und das war schon ein Moment, der schön war. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie es denn da war unten im ersten Drittligator von Jannis Becker, was ja übrigens auch nicht das schlechteste Tor war. Da ist der Funken sofort übergesprungen. Schon immer gesagt, wenn es einen Berliner Verein in der dritten Liga gibt, als ich dann jetzt so durch die dritte Liga getingelt bin, da würde ich dann die Chance gerne wahrnehmen. Und die hat sich jetzt ergeben und glücklicher kann ich eigentlich gar nicht sein. Viktoria wird immer ein Verein sein, wo viel Manpower benötigt wird, wo viel Leidenschaft mit reingebracht werden muss. Die Mitarbeiter drumherum, den Verein an sich lernt man ja dann erst kennen. Aber mit den Leuten, denen man tagtäglich zu tun hat, die zeichnen ihn aus. Die sind alle sehr, sehr engagiert, weil alle auch wissen, dass sie auch alle ganz, ganz am Anfang stehen, der ganze Verein. Der Jahn-Sportpark ist natürlich für uns im Moment die allerbeste Lösung, weil es ist mitten in Berlin. Wir sind ein Berliner Verein, es ist jetzt nicht mehr unser Bezirk. Aber wir sehen uns ja auch nicht als Lichterfelder Verein, wir sehen uns als Berliner Verein und wollen Drittliga-Fußball in Berlin zeigen und erfolgreich spielen. Hier ist unser Herz des Vereins, wo einfach die große Anzahl der Mannschaften vertreten sind. Und trotzdem sind wir sehr, sehr froh und sehr dankbar, auch im Jahn-Sportpark jetzt unsere Spiele austragen zu dürfen. Ich denke, das Logo hat wieso schon Charme, wenn man sich da anguckt. Und wir freuen uns natürlich, so einen Stern über dem Logo zu haben, der zum Logo dazu, zum Verein dazu gehört. Ja, und von daher ist es ein Teil der Geschichte, die uns stolz macht. Wir zeichnen uns durch Leidenschaft, Motivation, Vereinsleben aus und versuchen, eine Identität zu schnüren, die natürlich jetzt aufgrund der einen oder anderen Fusion neu entwickelt werden muss. Aber ich glaube, der aktuelle Moment, der lässt sich extrem gut gerade hier in Steglitz-Zehlendorf erleben. Mutigen, attraktiven Offensivfußball wird es geben. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.